Ich bin 44 Jahre alt. Diese Wohnung kenne ich seit 40 Jahren. Verträge mit Nazis. Die Verträge mit potenziellen Toten machen. Mich interessieren die Verträge mit den Lebenden, die Geretteten, die nach dem tausendjährigen Reich keine Nicht-Gott-Prophezeiungen erfüllen lassen wollen, die Satan so verstehen wie die Gebote, die Verbote und die Warnungen vor den Todsünden verstanden werden müssen. So gesehen, klar gibt es das dann. Aber dann weiß sie auch, wenn sie sich das tätowieren lässt, abschleifen lassen, sonst Rentnerreise mit fröhliches ins Gesicht spucken. Ach, hab keinen Rollkragenpulli an. Ach, hat keine Kniestrümpfe an. Schau mal, die Zeichnung. Da steht drauf, ich, Eva Braun. Ich rauche, weil ich fluche. Und darum huste ich. Manchmal hat Onkel Doktor nicht die Zeit, Doktortitel machen. Weiß wie ich, tut sein klug. Blasen flatschen, bis sie platschen. Meine Geschichte muss uns abgeschmirgelt werden. Plastische Chirurgie, einfach. Tut sein, nicht Rache. Tut sein, Auftrag von oben. Bitte halten Sie so lange wie möglich am Siegelring Fleigplatz fest. Ich heiße Stefan. Stefan Hell. Sind zwei, sind drei. In meinem Namen eins bin immer ich dabei. Ich weiß dann, ist Spruch von Jesus Christus, Schulmeister, Schulleiter. Das Gebote, das Verbote und das Warnungen vor Todsünden braucht plastisch Surgery. Abschleifen. Der so gesehen Antwort auf die Antwort. Ich? Nicht Militär-Insider-Wissen. Ich. Anderes Insider-Wissen. Nihilismus. Insider-Wissen. Manchmal überhört das Hirn einen nicht. Komm, wir versuchen die Süßigkeiten rauszuholen, falls was passiert. Können wir die wieder gesund machen? Das tut sein die erste Freundin von Martin Kulanek. Er hat sich jetzt in eine Amanda verliebt. Und die heißt ja wie ich. Oh, ihr habt beide den gleichen Namen. Könnt ihr bitte fliehen? True Loves. True Eigenes. Ich kann euch dann rausholen. Außer einer von euch beiden. Und Happy Event Management raus. Außer einer von euch holt Andreas raus.
Ups, den soll man ja jetzt Hendrik nennen. Kann mich mal jemand rausholen? Und beim Krämer meine Schulden zahlen? Ich würde Danke sagen. Nur ich muss nicht auf einer Bühne stehen. Und vor 2.000 bis 3.000 Menschen meine Lieder singen. Geht doch im Gartenhaus. Und so. Falls ihr was übrig habt. Tante Ildiko hat nämlich... Ups, das habe ich denn ja in Auftrag gegeben. Wie dumm von mir. Schuppen, Hornhaut an den Füßen, schlecht abgerüppelt. Husten, geflucht, geraucht, gehustet. Und manche machen sexuelle Marionetten damit. Darf ich bitte meine Frau wieder haben? Die von den Traualtarpriestern. Da liegt das Buch. Dieses Buch mit dem Kreuz drauf. Dieses Priester. So musst du machen. Weißt du, dieses Buch habe ich gelesen zum Runterkommt. Weil so viel Seifenblasen, so viel Bibeln gelesen. Ach, dann habe ich das ja im Auftrag gegeben. Da musst du aufpassen. Weil es mein Testament sagt so. Ich nicht schreibing Kochbuch oder Anleitung, so muss machen. Ich schreibe so. Trula. Wie Trula. Wie jetzt? Du könntest mir ein Gedicht stellen, obwohl es noch gar nicht geschrieben wurde? Und warum ich so an deinem Dings interessiert bin? Denk dran, in meiner Welt bin ich abgebogt. Na? Mehrere Tötungsdelikte, mehrere Vergewaltigungsdelikte, würde der gar lügen? Da ist nur noch Hagen besser. Der hat wenigstens, ich versuche in Ordnung bringen, gebastelt. Hat er, aber sonst gäb's kein Männchen. Das True Love hört. True Eigenness. Ich möchte ein Knochengerüst sein, weil zentimeterweise die Pigmente der Haut beim Sex so weniger Pigmente kleiner. Ich bin Vergewaltigungsopfer. Was wollt ihr noch wissen? Nö. Ist nicht schuld der Ärztekammer. 500% von einem... Gleichnis. Okay, ich nenne es Hochhaus. 500% von einem Hochhaus sind ein Hochhaus und 5 Hochhäuser. Und die Ärztin oder der Pfleger kam nicht. Was bedeutet um Gottes Willen? Irgendwie sowas wie manchmal überhört das ja noch nicht. Würde er dir das sagen? Und am Schluss stände nur, das hast du in Auftrag gegeben. Ja, aber das ist Militärregierung. Nicht heilige katholische Kirchenregierung. Und nicht vergessen, ich habe verweigert. Also,
habe mich verweigert. Ja, Polizist oder Arzt könnte ich werden. Das ist was anderes. Was willst du von mir? Du bist die Frau von Martin Kulenek? Und der große Name Stalker bezeichnest. Und so? Ich denke. Ja, so kann's gehen. Ja, dann tust du eine Chance an. Selbst wenn du bestalkt wurdest. Ups! Das habe ich ja in Auftrag gegeben. Aber so gesehen habe ich in Auftrag gegeben, dass ich nach 9 Jahren verschlagen werden ins Internat flüchte, meine Freundin augenscheinlich vergewaltigt wurde, und wenn ich gerade gesund bin, aus 11 Jahren Verdienstausfall nach 14. Das arme kleine süße Mädchen. Gott, kannst du mir helfen? Bitte. Ich will nicht, dass die unbestraft davon kommen. Wegen meiner Freundin. Die sagte, ich will meinen Freund nicht betrügen. Und die Mädchen, die, wenn sie nicht meine Frau wird, plastische Chirurgie braucht. Und mir. Nicht vergessen, ich hacke jedem Kind die Hand ab. Die Blasen flatschen, bis sie platzen. Wenn's nicht von mir gezeigt wurde und ich das Bäuchlein streichelte. Ich hätte geflucht. Ich rauch mal kurz eine. Denk dran, ich will nicht. Ich bete. Ich bete. Christus, Christus. Gönn den Typen mal eine Pause. Also nicht Jesus Christus. Ich bete Christus, Christus. Weil, so. Ja, vielleicht hat er Angst, mit mir eine Bong zu rauchen. Und so hat er Zeit. Ich bin 44, ich glaube, ich habe ihn noch nie gesehen. Oh, ja, im Auto vorbeifahren. Du, wie große. Die Schriftgelehrten. Warte mal, muss doch nicht ironisch sein. Du wie große, müssen also mehr als ich. Kommt von. Muss eigentlich das kleine Mädchen, das sagte, du musst aber niemand verliebt sein. Mein Schwanz hat Hohlraumbetrieb. An manchen Tagen. Könnte ich anpassen? Ja, weiß ich noch. Erhobener Zeigefinger. Trulauflastiger. Erhobener Zeigefinger. Assoziativ. Warum sind die jetzt klug? Übrigens muss ich demnächst dieses Buch schließen. Es ist das Buch der 7 Siegel. So glaube ich. Muss geschlossen werden. Wegen süß und sauer. Die wollen nämlich auch mit ihrer Schreinerei. Da sitzt es sich besser basteln.
denk dran, diese Wohnung gibt es erst, wenn ich 43 bin. Du bist 22. Oh, Kacke. Wie geil. Es ist schon fast schwäbisch. Im Stutensee. Nach der Stuttengart. Hey, du. Könnte es okay sein? Ich dir, wenn ich wieder gesund bin, so viel Geld gebe, weil sie mir so viel Währungseinheiten gedingst hast. Gedingst, liebst hast. Ich spüre dich noch. Ich spüre dich trollhaft. Sind meine Seitenstrümpfe so dick gesaitet, dass ich die Tätowierung nicht wahrnehme? Die von meinem Ehering. Naja, das habe ich ja dann in Auftrag gegeben. Entschuldigung, hatte ich kurz vergessen. Mich vergesst. Vergessen. Links oder rechts? Links oder rechts lösen. Abbiegen. Da habe ich aber so viele Hähnchen gegessen. Aber trotzdem gibt's euch nichts besser. Die Straußen sind interessant. Haben die Süßigkeiten gebastelt. Woher sollte er das wissen? Der wahrhaftige Liebe. Kannst du mir das lutschen? Und dran steht er drauf. Stabilisation mit Hinführung von guten Apparaten verstärken. Du sagst gute Nacht und schlaf gut. Oh, weia. Tut sein besser. Ich weine, wenn du einen Albtraum hattest. Tue ich aber weinen, wenn du einen Albtraum hattest. Wirklich, ich schwöre, ich weine, wenn du mir sagst, ich hatte einen Albtraum. Ach ja, das habe ich dir in einen Auftrag gegeben. Noch 3 Tage, bis ich das hochladen kann. Das letzte Lied. Und dann kann ich daran arbeiten, die Trümmer entsorgen. Silly, du bist ein Mensch und ein Troller. Dieses L-Wort. Ich glaube, es deutet, ich liebe dich. Ist wieder Krämer, der mir Krähdeit gibt. Tod. Ich vertraue dir, Alter. Können wir das so machen? Diesmal?
Bitte.